Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles Nichts Konkretes Box von Annenmay Kantereit. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles Nichts Konkretes von Annenmay Kantereit, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das zweite Album der Band. Wir haben hier eine quadratische Holzbox vorliegen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier ganz schlicht einfach am Deckel diese Holzmaserung und dann hier in schwarz so aufgedruckt einmal hier diese Pflanze und dann darunter den Albumtitel Alles Nichts Konkretes. Ansonsten rundum in dieser Holzmaserung. Und auf der einen Seite, nämlich auf dieser hier, haben wir dann unten noch den Bandnamen Annenmay Kantereit aufgedruckt. Und auf der Rückseite ist das Ganze auch blank. Hier oben haben wir noch ein kleines Löchlein, zu dem kommen wir dann noch. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Bedeutet, wir öffnen die Box, das geht hier seitlich. Also man kann den Deckel hier seitlich aus den beiden Schienen rausziehen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. So, wir haben hier einmal das Album AMK. Also, das steht hier für Annenmay Kantereit. Das war das erste Album. Dann haben wir hier das aktuelle Album. Alles Nichts Konkretes. Ein kleines Beutelchen hier, so ein Druckverschlussbeutel mit einem Nagel drin. Dann Foto- bzw. Textkarten. Eine Postkarte, ein Poster und das Album. Zusätzlich zur CD haben wir das Album hier auch nochmal auf Vinyl. Jawohl, gut, so sieht das aus. Hier haben wir dann nochmal das Löchlein, hier sehen wir es. Und dafür haben wir dann auch diesen Nagel dabei. Denn man kann sich das Ganze dann tatsächlich mit Hilfe dieses Nagels und diesem vorgefertigten Loch hier an die Wand hängen. So ist das gedacht. Deswegen das Loch und deswegen auch der Nagel hier als kleiner zusätzlicher Boxinhalt. So, wir machen das Ganze nochmal zu, wenn es mir gelingt. Gar nicht so einfach. Es geht etwas streng. Aber jetzt. So, dann geben wir die Box dabei zur Seite. Und was da noch auf der Box drauf war, ursprünglich, die habe ich noch aufgehoben. Wir haben hier so eine weiße Papierbanderole. Und zwar lesen wir hier: Annenmay Kantereit, limitierte Holzkiste, inklusive CD-Album, Doppel-LP, 180 Gramm Vinyl plus Download-Code, 13 Fotos mit allen Songtexten, Postkarte, Poster plus Neuauflage des ersten Albums AMK als CD. So, ansonsten, genau, hier auf der Rückseite noch die Infos und ein Barcode. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Inhalt. Also, erstmal hier alles zur Seite packen. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Der Rest geht dabei weg. So, das ist das Album. Werden wir mal aus der Folie holen. Wenn es gelingt. Jawohl. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier ein Digipack. Hier lesen wir Annenmay Kantereit, Alles Nichts Konkretes. Dann haben wir hier einen wilden Dschungel, also jede Menge Pflanzen hier zu sehen. Das ist auch genau die Pflanze, die hier auch auf der Box drauf war. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt, was so Pflanzen betrifft, nicht ganz so in der Materie drin. Ich würde jetzt als Amateur einfach mal sagen, das ist Farn. Aber wenn ihr das besser wisst, bitte gerne in die Kommentare. Und hier unten haben wir scheinbar, sieht für mich aus wie so ein Becken eines Schlagzeugs. Also, sehr spannendes Cover. Weißer Rahmen rundum. So, auch hier lesen wir wieder Annenmay Kantereit, Alles Nichts Konkretes. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. So, wir haben hier auf diesem Album insgesamt 12 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Dann die beteiligten Labels und natürlich die Logos damit dabei. Okay. Und dann schauen wir mal ins Innenleben.
So sieht das aus. Hier haben wir wieder diese Pflanze. Wie gesagt, meiner Meinung nach Farn. Dann zuerst mal das Booklet in Weiß und Schwarz. Das ist ziemlich dick. Und hier geht's los mit den Texten. Also, die ganzen Tracks hier auch nochmal abgedruckt. Pro Track hier eine Doppelseite. Links der Titel, rechts der Text. Sehr schön gemacht. Da kann man dann wirklich jedes Lied mitsingen oder nachlesen. Und schwarz auf weiß kann man auch sehr gut lesen. So, dann endet das Ganze dann irgendwann. Genau. Hier, dann haben wir zum Abschluss noch die Credits zum Album. Und das war's. Also, keine Fotos, keine sonstigen Infos, sondern wirklich nur die Texte und die Credits. Sehr textlastiges Booklet. Die Pflanze, da packen wir wieder das Booklet rein. Und die CD ist ebenso minimal gehalten. Einfach hier in Weiß und Schwarz. So sieht das aus. Hier lesen wir wieder den Albumtitel. Und die Rückseite auch wieder in Weiß. Gut. So, als nächstes haben wir das Vorgängeralbum. Und zwar ist das dieses hier, AMK. Kennen ja viele in anderer Verbindung, diese Abkürzung. In diesem Fall allerdings tatsächlich an My Kantereit gemeint. So sieht das aus. Auf der Seite ist auch wieder ein Digipack in so braunem Papier. Also ich glaube in so einem ungebleichtem Papier. Da sind die Tracks. So, hier haben wir auch nochmal 11 Tracks mit dabei. Dann schauen wir rein. Okay, als erstes haben wir das Booklet, das hier in dieser Stecktasche festgemacht ist. Ups, okay, es ist... Ah ja, ich denke es mir doch. Es ist scheinbar ein Poster-Booklet, was man hier so aufklappen kann. So, also, so sieht das hier mal aus. Wir haben hier Fotos, die hatten wir im anderen Booklet nicht. Hier sind sie dabei. Einzelne Fotos der Bandmitglieder. Sieht so nach dem Aufnahmeprozess aus. Und dann haben wir auch zu den einzelnen Tracks hier wieder natürlich einzelne Seiten mit Lyrics. Dann hier die kompletten Infos zum Album, also die Credits, wer hier beteiligt war. Und dann hier noch ein Poster auf der Rückseite. Hier in Schwarz-Weiß. Sieht so aus, als würden hier gerade Stöcke oder Steine hier in diesem abgerodeten Wald werfen. Spannendes Poster. Im Querformat, wie gesagt, Schwarz-Weiß. So, jetzt müssen wir das irgendwie wieder zusammenfalten. Ich glaube, naja, gar nicht so einfach. So. Ja. Also, wenn es eine Sache gibt, wo ich wirklich unbegabt und unfähig bin, dann dieses Poster zusammenfalten. Gut. Wir lassen jetzt einfach mal beiseite, um euch die Zeit zu ersparen. So sieht das aus. Von innen hier nochmal die Tracklist. Wie gesagt, 11 Stück. Hier auch nochmal mit Laufzeit angeführt. Das ist dann die CD. Kommt hier in Rot und Weiß. Und ist, wie gesagt, das Vorgängeralbum, also das erste Album. So viel dazu. Aber nicht genug mit der Musik, mit den Tonträgern, sondern wir haben das Album, alles nichts Konkretes, nicht nur auf CD, sondern auch noch auf Doppelvinyl hier. Ja, das Cover ident mit dem der CD. So sieht das aus. Auf der Seite, auf der Rückseite natürlich wieder die Tracklist. Die 12 Tracks. Und dann schauen wir ins Innenleben. Ja, das ist ähnlich minimal gehalten wie auch bei der CD. Links die Pflanze, rechts der Albumtitel. Dann kommen wir zu den Vinyls. Nummer 1. Hier ist dann auch noch der Download-Code drinnen, wenn ich ihn rausbekomme. So. Und Vinyl Nummer 2. So, wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier weiße Papierhüllen mit schwarzem Text, also auch hier wieder die Lyrics draufgedruckt. Auf der Rückseite ebenso. Das Ganze geht dann hier oben auf und dann kommen die Vinyls zum Vorschein. Die sind ganz klassisch in Schwarz gehalten und auch hier in der Mitte wieder in Weiß und Schwarz gestaltet. A-Seite und hier dann die B-Seite. 33 Runden, 33 ein Drittel Runden pro Minute.
So, und dann haben wir natürlich auch noch die zweite Vinyl. Und das Spannende ist bei der zweiten Vinyl, wir schauen gleich mal rein. So, also, das sind die vorletzten Tracks und der letzte Track ist dann dieser hier, das Krokodil. Und nachdem ein Track auf dieser Vinylseite natürlich nur sehr wenig Platz in Anspruch nimmt, hat man hier dann tatsächlich, hier haben wir es, noch ein Krokodil verewigt. Also, passend zum letzten Track ist hier noch so ein Krokodil reingekratzt, graviert. Das hat man sich hier noch geleistet. Wie gesagt, ein Track auf dieser Vinyl hat nicht viel Platz gebraucht und dann hat man den restlichen Platz somit genutzt. So, zusätzlich zu dieser Doppelvinyl ist dann auch noch das hier dabei, und zwar der Download-Code. Bedeutet, das ist auch in der regulären Vinyl-Edition. Das heißt, man kann natürlich auch die Vinyl abseits der Box kaufen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann hat man natürlich in seiner Vinyl-Edition auch noch diesen Download-Code mit dabei, dass man nicht zwangsweise auf den Plattenspieler immer angewiesen ist, sondern sich das Album auch digital runterladen kann. So, schöne Sache. Packen wir mal die Vinyl zur Seite. Und dann geht's weiter. Das ist der Nagel. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ein klassischer Nagel, so ein Zimmermannsnagel, kann man entsprechend dann in die Wand machen und dann die Box dran aufhängen. Ups. Eine Postkarte. Hier haben wir die Herrschaften und ein paar andere noch sitzend auf dieser Treppe in Schwarz und Weiß. Rückseite, was lesen wir hier? Lieber Kistenbesitzer, wer so eine Kiste kauft, der hat uns richtig lieb. Danke dafür und viel Vergnügen. Grüße aus Köln, Severin, Henning, Malte und Christopher. Ja, Grüße zurück. Dann haben wir diese Foto- bzw. Textkarten. Was hat es damit auf sich? Wir haben hier einzelne Fotos, kommen auch hier wieder in so einer Banderole, wenn ich sie runterbekomme. Eieiei. So, also die Banderole, wie auch schon auf der Box gewesen. Und dann haben wir hier Fotokarten, auf der einen Seite schwarz-weiß Fotos abgebildet und auf der Rückseite ist dann jeder Track nochmal einzeln mit den Lyrics abgedruckt. So sieht das aus. Also jeder Track hat hier seine eigene Fotokarte und wie gesagt, auf der Rückseite dann die Lyrics. So, ich zeige das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf. Jede Menge Fotos, die wahrscheinlich so im Aufnahmeprozess und im Privaten entstanden sind und die man dann entsprechend für die einzelnen Songs ausgewählt hat. So, das war's. Das sind die Fotokarten. Und als letztes haben wir dann noch ein Poster mit dabei. Und zwar haben wir hier auch wieder eine Waldlandschaft, allerdings etwas abgewandelt. Also hier wieder die Fahnenlandschaft mit dem Becken. Und hier sehen wir aber etwas mehr, also es ist auch aus einer anderen Perspektive aufgenommen, nicht so von oben, sondern so schräg von der Seite. Ja, hier lesen wir wieder Anmerkanterät, alles nichts Konkretes und ansonsten gibt es dann hier Bäume, Farn und Wald. Ja, im Hochformat einseitig bedruckt. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Die Postkarte im Querformat. Dann diese Fotokarten inklusive den ganzen Songtexten, den Downloadcode zum Album in digitaler Version, der Nagel zum Aufhängen der Box, das Vorgängeralbum AMK mit Posterbooklet, insgesamt 11 Tracks hier auf diesem Album und natürlich das Album Alles nichts Konkretes, einerseits hier auf Doppelvinyl. Und natürlich auf CD mit jeweils 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box.
alles, nichts Konkretes von Annemai Kantereit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Annemai Kantereit unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.